schwer, wisst ihr, wie schwer das ist? Ich mache jedes Mal für TikTok auch hier dieses Short und lade das überall hoch, ne? Ja, also trotzdem. Okay. Lass die Schnauze weg. So, geht los? Ja, läuft. Wir können noch ein bisschen vorher für TikTok Uncut ein bisschen blabbeln. Nein, wir blabbern jetzt nicht, wir machen jetzt einfach. Let's go. Willkommen bei TikTok zu diesem neuen Video. Wir haben euch auf Instagram nach Gerüchten, die ihr irgendwo, irgendwann mal über uns gehört habt, gefragt. Und ey, Mama hat alle da offen gerade, zeig mal dein Handy da. Wisch da mal ein bisschen durch, das sind, glaube ich, sehr, sehr viele, die da kamen. Ash und ich haben uns die noch nicht angeguckt, Mama hat die schon, glaube ich. Das hört nicht mehr auf, das Video ist bestimmt gleich eine Stunde lang. Mama hat grob geguckt, was da so drin steht, und ich würde sagen, Mama, du liest dir einfach Sachen vor und wir sagen was dazu, reagieren da drauf oder keine Ahnung. Wir gucken einfach mal, was ihr denkt, jedenfalls. Ich bin gespannt, ich bin ehrlich gespannt. Weil ich würde sagen, also genau, also ihr habt nicht gelesen, ne? Ist für euch alles neu. Let's go. Also, okay. Ash schläft ein. Ja? Ja, okay. Was denn? Erstes Gerücht, let's go! Also, erstes Gerücht ist schon mal, dass Ash geraucht hat. Er hat schon mal geraucht. Ist das ein Gerücht oder ist das Wahrheit? Das ist ein Gerücht. Sicher? Es ist die Wahrheit. Ist die Wahrheit was, dass du geraucht hast? Ja. Dürfen wir noch fragen, eine Zigarette, was? Richtig? Nein. Was denn? Ja, Vape. Fängt mit V an. Ja, ja. Guck mal, jetzt bin ich einfach richtig ernst jetzt hier. Mal gucken, ob wir nach dem Video im Kopf kürzer sind. Aber halt nicht aktiv oder so. Ich distanziere mich davon, das bockt ja nicht. Also, probiert. Brief Air. So. Ich hab ganz kurz vor dem Video jetzt, bevor es weitergeht, ich hab das Gefühl, Ash geht aus der ganzen, aus der Sache schlechter raus als ich. Ja, ich glaub, egal was kommt. Ich glaube auch. Also, den Namen lese ich jetzt nicht vor, ne? Nein, lies einfach, einfach das Gerücht vorlesen. So, ihr habt schon mal gehört, dass Max mit Chrissy Schluss gemacht hat. Nö, die ist oben. Die ist oben? Und wir sind zusammen. Oben. Ach so, okay. Weil irgendwann kam auch noch, dass ihr eigentlich gar nicht mehr richtig zusammen seid, sondern nur so für die Videos. Okay. Also ihr habt euch getrennt. Jetzt wird's verrückt. Also eigentlich schlafen wir oben in getrennten Zimmern. Ja, siehst du, oben habt ihr doch genau ein Zimmer für Max, also ein Zimmer für Chrissy. Ich weiß gar nicht, wo man das herhaben sollte, so. Ja, okay. Wir sind weiterhin zusammen. Wichtig. Sehr schön. Dann steht hier, steht öfters mal. Du kannst das Handy zeigen sonst, ne? Dass Ash eine Freundin hat. Eine Freundin. Da stand doch drin. Du hast es in deinem Stream angedeutet. Ich hab's in deinem Stream aber gesagt. Du hast gesagt, dass du eine Freundin hast. Du hast öffentlich schon gesagt, dass du eine Freundin hast. Du hast eine Freundin? Echt jetzt? Ja, Max. Hast du echt gesagt? Ich weiß nicht. Ich hab's oft genug gesagt irgendwo. Wie lange? Irgendwo. Was? Lange. Wie lange schon? Was hat er gesagt? Das ist crazy. Ja. Vermutungen gerne mal in die Kommentare. Ja, genau, also Vermutungen in die Kommentare. So, hier steht schon mal, dass dass du Chrissy fremdgegangen bist. Also du, Max, du hast sie betrogen, steht hier. Nö. Ich bin ein ganz netter, ich bin ein ganz lieber. Kann ich mir auch nicht vorstellen. So, dass ihr über 4 Millionen Follower habt. Hä? Kann ja nachgucken. Ja, genau. So, also das ist ja wohl nicht so ganz. Nicht ganz real. Die sinnvollsten Folgen. Also, die sinnvollsten, okay. Aber das verstehe ich jetzt hier nicht. Ash hat ein BBC zu 100%. Was ist das? Könnt ihr mir das bitte mal sagen? Was ist BBC? Hä? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Okay, übersetzt mal bitte. Nein, Mama. Max? Hallo? Ich will es verstehen. Ich verstehe. Was ist BBC? Was ist das denn? Es ist ein Sender in Amerika oder nicht, BBC? Hä? Von 100%? Und was ist 100%? Nein, ich hoffe, das Google ist jetzt okay. Nein, begrüße ich. Ich will es gerne verstehen. Nein, erklär's mal nicht. Ich bin aus dem Alter raus. Nein, das ist... Was ist denn? Das ist eure Reaktion? Ich glaube, das kann man nicht. Ich hoffe, mir ja drücken. Könnt ihr mir das mal bitte mal wirklich sagen? Bilder. Okay. Hallo, das hat irgendein Noah geschrieben. Ja, Noah. Was ist denn? Das ist ein crazy. Das ist ein Nachrichtensender. Aber wie war die Frage nochmal? Hier steht, Ash hat ein BBC zu 100%. Ist das so ein Nachrichtensender, wenn ich fragen darf? Was ist das? Also, was bedeutet das? Also Fakt ist, Ash hat keinen Nachrichtensender. Alles gut, mach weiter. Nein, aber eure Reaktion war ja, könnt ihr mir das bitte näher sagen, wenn du mal raus bist? Alles gut. Ja, irgendjemand schreibt es. Also. Alles tippitopp. So, Ja?
Schon wieder, Christian hat dich verlassen. Nee, hat sie nicht. Immer noch nicht. Na, schreibt einer, das ist kein Gerücht, das ist Fakt. Ash sieht verdammt gut aus. Was? Oh, okay. Das ist aber nett. Das ist aber kein Gerücht. Ne? Dankeschön. Was ist mit mir? Ja, du auch. So. Was? Dass Max laut Google 1,5 Millionen Euro haben soll durch YouTube. Blade. So, Max, Social jetzt kommt's. 1,5? Wäre mir neu, nee. Schön wär's. Social Blade. Ich glaube, dann wäre ich. Warte, wo wäre ich dann? Wärst du nicht hier, ne? Ich würde safe irgendwo auf irgendeiner Insel chillen oder so. Malediven bestimmt. Ach, das wäre schon wild eigentlich. Ja, ne? So, ich stell mir vor, so richtig lange da einfach. Ich glaube, da vereinsamt man safe. Ja. So. Ich weiß es nicht, aber nee, stimmt nicht. Nächstes Gerücht, habe ich ja schon ganz oft gelesen hier. Ash ist mit Chrissy zusammen. Okay. Jetzt wird's noch verrückter. So, ja, dann hat einer geschrieben, dass Ash in Chrissy verliebt ist. Mal ganz kurz. Aber ganz kurz, glaubt das wirklich irgendjemand? Ja, es war auf Ernst, 100% Ernst, denkt das jemand? Ja, weiß ich, es steht hier. Aber vielleicht ist es aus Witz geschrieben. Schreib mal die Zuschauer. Nein! Okay, aber nein. Also, nein. Oder? Nein. Läuft da was? Nein. Okay. So, dass Max die erste Klasse in der Grundschule übersprungen hat. Ist das ein Gerücht? Nee, das stimmt. Nein, das stimmt. Eine Sache, die jetzt stimmt, ne? Naja, fast. Nee, ist nur eine. Okay, das war. Drei Sachen stimmen okay, schon. Okay, na gut. Okay. Ja, aber ist wahr. Hab vielleicht sogar irgendwo mal schon mal gesagt, aber irgendwo mal. Stimmt irgendwann. Schon ein paar Mal, ne? Nächstes Gerücht. Komm, gib uns doch die Gerüchte. Dass ihr bald mit YouTube aufhört. Nee. Willst du mit YouTube aufhören? Nee, ich nicht. Ich auch nicht. Willst du mit YouTube aufhören? Also ich noch nicht, ne? Okay, geklärt. Nächstes Gerücht. Nächstes Gerücht, was aber ganz wirklich oft steht, ist, dass Chrissy schwanger sein soll. Doch, das lese ich bei mir auch so oft, ne? Ja, bei mir auch. Der ist crazy. Auch selbst bei Chrissy, manchmal in die Kommentare, einfach so richtig random, so irgendein Video, wo wir irgendeine Essens-Challenge machen. Bist du schwanger? Ja, weil Chrissy so viel ist. Alles gut. Alles bestens. Wir erwarten nichts. Also noch nicht. noch nicht. So. Hier steht wieder, dass Ash eine Freundin hat und die ist 2 Jahre älter. Lass uns mal so stehen. Ne, jetzt habe ich mal im Stream habe ich aus Versehen 16 gesagt. Aus Versehen? Echt? Aus Versehen? Ist aus Versehen? Ja. Nee, ist das einfach so rausgeflutscht? Ja, ist aus Versehen. Aber ist jetzt warm? 16. Achso. Deswegen. Okay. Noch nicht. Aber wird. Stimmt nicht. So, das Ash kifft. Digga, was? Also, jetzt ist Nein, war ich nicht. Schon mal probiert? Nein. Okay. Kennst du jemanden in einem Freundesumkreis? Er hat keine Freunde. Nein. Doch, er hat viele Freunde. Das war nur ein Scherz. Okay. Das ist jetzt ein bodenloses Video. Das ist echt frech hier. So, schon wieder. Hier. Dass Ash adoptiert ist. Oh. Hat man schon irgendwie geschrieben. Zu viele Ähnlichkeiten mit Papa. Das ist unwahrscheinlich. Ich auch. Wieder. Max und Chrissy haben sich getrennt. Warum riecht sie nach Essen? Backt ihr irgendwas? Papa backt Brot. Also, das riecht aber nicht nach Brot, das riecht nach Kuchen oder so. Butter, wahrscheinlich. Dass Ash sein erstes Mal hatte. Eigentlich müssten wir jetzt. Eigentlich müssten wir mal bei Ash heute in dem Video Puls messen. Ja, ne? Puls? Ja, gucken, wie aufge. Ja, guck mal, er schläft ein gleich. Aber einfach mal Puls messen, um zu gucken, wie gestresst du gerade bist. Ja, erstes Mal habe ich auch schon öfters mal in Streams gemacht. Weil so an sich wirkst du recht ruhig gerade, aber innerlich bist du auch ruhig? Nee. Also, ich habe erstes Mal schon auf den Streams so gesagt und so, aber. Ja, okay. Ja, ist ja also nein. Kann man deine Streams sehen oder nicht? Ich höre es auf Twitch. Ash mit 2H-55. Jeden Abend 19 Uhr bin ich live. Guckt alle vorbei. Okay. Siehst du, da, Wartest, ja, da enthüllt Ash ganz viele Geheimnisse. Was hast du auf Twitch gesagt? Auf Twitch habe ich. Ich habe gesagt. Vielleicht. Nein, was ich auf Twitch gesagt kann ich jetzt nicht sagen. Sag's einfach. Twitch ist eine andere Sprache als sie sagen. Auf Twitch habe ich gesagt, ja. Ja. Habe ich auf Twitch gesagt, auf Twitch. Also lassen wir mal so stehen. Schon wieder rot verbrennt. Also auf Twitch habe ich andere Wortwahl genommen, aber genau. Okay. Also jetzt könnt ihr alle überlegen, ja oder nein. So, dass Max abnehmen will und unzufrieden seine Figur ist. Hä? Also keine Ahnung, so ein paar Kilo weniger, sag ich mal so, könnte ich schaden, so, aber uns. Du bist doch voll dünn. Ich wollte sagen, wo bist du denn hin? Ich muss mal abnehmen. Aber, nein, also was heißt wenig, also nicht im Sinne von dünner werden, sondern einfach, keine Ahnung, mehr Sport jetzt halt so, ne? Achso. Ah ja, okay, dann so ein bisschen mehr trainierter. Ja. Breiter. Ja, okay. Breiter! Ja. Ne, also finde ich, also ich finde Sport kann nicht schaden, so.
Nächstes Gerücht ist, dass ihr euch alle hasst. Also wir uns alle heißen, hassen. Ja, also, da ist was dran, ne? Ja, genau. Wir mögen es alle überhaupt nicht. Kommt auf die Tageszeit. Also wenn wir so zum Beispiel irgendwann so abends, nachts ein Video aufnehmen und dann so, keine Ahnung, mal bei euch ins Schlafzimmer reinplatzen. Also ich glaube, da hasst ihr uns gerade schon so für einen Moment. Ja, so ein bisschen. So, aber sonst an sich glaube ich meistens eigentlich nicht. Ja. Oder? Nein. Ja. Top. Also, schon wieder, dass Ash eine Freundin hat, dass Ash was wie oft steht das da? Oft. Das ist Ash was? Genauso wie, dass Chrissy oft schwanger ist. Ash eine Freundin hat und er hat es im Stream erwähnt, also ja, wollen Max und Chrissy mal irgendwann mal Kinder und wenn ja, wie viele? Ist es jetzt scheinbar kein Gerücht? Ist das für Gerücht? Das ist jetzt Frage-Antwort-Video oder ja, was? Nö. Nö, weiter. Okay. Dass Ash was mit einem Mädchen hatte, stimmt das? Was? Das stimmt einem Mädchen. Ich dachte, da irgendein Name gelegt. Dass Ash was mit einem Mädchen hatte, die heißt, oh mein Gott, ich bin. Was soll man dazu sagen? Das, ja, hey, ja, ja. Also, okay. Nächstes. Hattest du schon mal ein Mädchen? Nein, ich bin schwul. Okay. Oh. Spaß. Das stand auch, habe ich aber nicht vorgelesen jetzt. Ne? Okay. Einige haben geschrieben, dass Ash ist. So, dass ihr ein Kind bekommt und ihr heiraten tut. Yeah. Ihr. Du. Also Kind immer noch nicht. Nein. Heiraten bisher auch noch nicht. Okay. Ja, du und Chrissy seid Geschwister? Das wurde bei mir auch schon ein paar Mal gesagt. Also das wurde früher öfter kommentiert. Ja, das stimmt. Da habe ich alles gehört. Das hat nicht gelesen, noch nie gelesen? Aber das stimmt. Also es wurde oft geschrieben. Wir wurden sogar mal von Zuschauern gefragt, so draußen, ob wir nicht Geschwister sind. Stimmt. Oder nee, warte, die meinten, glaube ich, sowas wie von wegen, ich dachte, ihr seid Geschwister oder ja, so. Ja, stimmt. So, aber nee. Weil einfach neue Zuschauer, die uns nicht von vornherein. Chrissy und ich sind keine Geschwister. Nee, das wäre ein bisschen komisch, oder? Ein bisschen? Ja. Ist ja krank. So, das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Ash macht Future mit Lucio. Was ist das? Hallo? Schon wieder so eine Fremdsprache. Die das verstehe ich aber auch nicht. Future mit Lucio. Future? Zukunft? Musikvideo, FT. Ach, Feature. Feature. Achso. Mit Lucio, ja, kann ich weiß schreiben. Lucio? Kennst du Lucio? Naja, schon mal gehört, gefühlt, ja, aber... Ja. Nein, also von wegen, dass Ash Lied macht oder was? Ach ja. So, okay. Willst du nicht mal ein Lied rausbringen? Nein, alles gut. So, ich habe gehört, dass Ash in die Ash Hauptschule geht. Ash 5 auf die 1. Was? 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 Ich habe gehört, dass Ash auf die Hauptschule geht. Was für eine Schule geht? Liegt mal in der Schule jetzt was? Ich gehe auf ein Gymnasium. Welches? Adresse? Adresse natürlich. Ja, okay, aber weiter. Das Hamburger Stadtgymnasium in die 9a. Und mein Klassenlehrer ist Herr Schulze. Ah ja, okay, das ich alles gelegt. So, dass Ash adoptiert wurde. Wenn es jetzt wirklich jemanden gibt, der so heißt, ne? Ja, genau. So, Ash ist nicht adoptiert auf keinen Fall, nicht, Max genauso wenig. So, dass ihr Müller mit Nachnamen heißt. Nee, das steht auf Google soll, glaube ich, ne? Warte mal. Das steht auch draußen auf dem Schild. Ja, stimmt. Geh gucken. Dass Max alle zwei Wochen neue Freundin hat und das nie stimmt. Hä? Was? Dass Max alle zwei Wochen neue Freundin hat und das nie stimmt. Hä? Verstehe ich nicht. Skip. Ja, okay. Dass ihr bereits Eltern seid und das Kind versteckt, Max. Ja, Leo ist unser Kind. Unser Probekind ist, ne? Dass erst Freundin Mathilde heißt und sie ihm schon ein... Ups, das lese ich jetzt nicht. Das habe ich irgendwie verstanden. Hat. Hoffe, das stimmt nicht. Ich glaube, Mathilda... Ich glaube, die kommen auf Mathilda wegen... Wegen? Das ist der einzige Name, den ich mir jetzt erklären kann. Bei Reason, ist mit dem habe ich ja mal ein Video gemacht, mit dem habe ich gestreamt. der hat einen Zuschauer und der will einen klären. Der Crush heißt Mathilda und sie ist 12. Und dann habe ich im Stream gefragt, wer ist eigentlich Mathilda? Und dann meinte er so, ja, halt die und die von dem Zuschauer da und der will sie sich klären, die ist 12. Und dann meinte ich so, ja, aber die ist doch irgendwie 2 Jahre erst jünger als ich. Ja, und dann. Okay, also gibt es also gibt's da keine Mathilda bei dir? Nein, es gibt keine Mathilda bei mir. Okay. wieder Chrissy schwanger. So, dass Ash bald ausziehen will. Ja, aber mit 18. Oh, ist er ernst? Okay. Ja. Nach oben zu Max. Ja. Misch die Bude auf, ja, ziehst du dir nach oben. Oh, die überlasse ich dir. Jo. Nachher, das Ding steht nicht mehr. Doch. Dass Ash nicht mehr zur Schule geht. Der Langsam riecht echt verbrannt. Schnucki! Da bin ich doof. Riechst du das nicht auf? Es verbrennt irgendwas. Gleich steht es auch nicht mehr. Wir drehen hier ein Video und hinter uns ist es brandgleich. Gleich fackelt ja alles weg. Irgendwas stinkt. Gerücht. Ja, ich filme ihn. Was stinkt? Ich glaube dir jetzt. So, okay, nächstes Gerücht. Nächstes Gerücht ist, warte mal. Dass Ash nicht mehr zur Schule geht, haben wir geklärt. Hä? Gehst du noch zur Schule? Nee, Ash geht nicht zur Schule, weil er keine Lust hat und seine Eltern es erlauben. Also das ist okay. Das war mal ein Prank bei mir. Irgendwo habe ich mal ein Video gemacht.
So, Ash, wo Ash euch das sagen sollte, dass er keinen Bock mehr auf Schule hat, der Papa hat noch gesagt, wie er es machen soll. Ja, also siehst du, das ist nur durch einen Prank entstanden. Aber, nicht hier in die Schule. Sehr fleißiger Schüler. Ash ist noch in der Schule. Oder? Mhm. Also nicht, dass jetzt irgendwelche Lügen verbreite. Nein. So, dass ihr mit YouTube aufhört. Und nein, haben wir schon gehabt. Ich würde sagen, wir hören jetzt auf. Wie viele Minuten? Das klappert, das stinkt hier. Wie viele Minuten haben wir? Wie viele Minuten? Ich glaube viel. Okay, letzte Minute. Wir haben drei nach angefangen. Was hat das mit der Minutenaufsicht? Darf man eine gewisse Minutenanzahl nicht überschreiten? Mein Arm fällt länger. Nee, aber die Fragen werden langsam immer die gleichen. Ja, ich finde auch. Also, gibt es da irgendwas Neues? Ja, dass ihr mit dem Geld auf den Kopf gefallen seid. Was? Dass ihr mit dem Geld auf den Kopf gefallen seid? Ja, okay. Lies mal Sachen vor, die Sinn machen. Also, ich habe gehört, dass ihr reich seid und kauft immer alles sofort, habe ich von jemandem gehört. Also, was heißt denn alles sofort kaufen? Also reich ist ja keine Ahnung. Also ja. Ich bin nicht reich. Ich würde. Mein Fahrrad schon vor 30 Jahren. Also auf TikTok wird behauptet, ich bin Millionär. Das stimmt halt irgendwie leider nicht so. Also meine Vorstellung von reich ist nicht so, wie wir sind. Also viele denken halt, dass wir viel Geld haben oder ich viel Geld habe, weil ich habe mir jetzt zum Beispiel. Ich habe einfach meine Story reingepackt, einen PC für 4.000 Euro, die ich mir bestellt habe. Naja, aber hab ich auch schon, jetzt bist du aber erstmal pleite so. Ja, aber habe ich auch schon im Stream mehrmals erwähnt halt, dass das ist halt nicht reich sein, wenn man Geld ausgibt, wenn man es haben möchte. Es ist halt einfach so, Streaming und YouTube ist halt so, sag ich mal, der Beruf von einem, so das Hobby. Und dafür braucht man halt auch gutes Equipment, damit der Stream bei den Leuten gut, sag ich mal, übertragen wird, FPS und so. Mhm. Damit er einfach geil ist und dafür braucht man halt gut PC. Ja, da, deswegen, ich hab den sozusagen für euch gekauft. Ich sag mal so, wenn man irgendwas Wichtiges für irgendwas, was wir jetzt so auf YouTube machen, brauchen, holen wir uns das. Ja. Aber keine Ahnung. Leute, die kaufen sich teure Skier und fahren viermal im Jahr in Skiurlaub, weil sie da Bock drauf haben, weil es ihr Hobby ist. Ja. Und geben da, keine Ahnung, tausende von Euro aus. Ja, keine Ahnung, also ich sag mal so. Hä? Ja, okay. Aber ich sag mal so, wir kaufen uns jetzt nichts unnötig. Ich weiß nicht, manchmal ist das letzte Mal irgendwas Unnötiges gekauft habe oder irgendwie generell. Ich kaufe mir generell nicht viel. Ja. Das stimmt. So, ich habe gehört, dass Ash Chrissy schon mal geküsst hat. Das haben wir vielleicht auf seinem Thumbnail gesehen. Ja, also genau genommen hat Ash Chrissy schon mal geküsst, aber halt nicht auf den Mund, ne? Ja. Ja, das stimmt. So, ne? Dass Ash schon mal was von Chrissy wollte, dass Ash raucht und Max Alkoholiker. Digga, das wird ja immer besser hier. Du schwanger. Und ich bin schwanger. Digga, also laut den Gerüchten hier ist jeder schwanger, jeder erwartet ein Kind, jeder ist alkoholsüchtig und raucht. Ja, genau, und ist reich. Und ist reich. Genau. Ihr habt doch gefragt, ob die mal Gerüchte auf reinschreiben soll, oder? Das sind die Gerüchte von uns. Das sind die Gerüchte, die so rumkursieren überall. Top. Solange da nicht steht, dass ich schwanger bin. So, dass Max und Chrissy Geschwister. Aber lustigerweise, ganz kurz, über dich steht da nichts. Nee, stimmt. Wir haben nie dabei. Okay, was jetzt noch? Dass Max und Chrissy Geschwister sind und nur für Klicks zusammen sind. Nein, wir haben alles das gleiche. Komm, gibt es noch was Neues? Nein. Irgendwas, was so komplett Neues? Film mal Handy kurz ein bisschen. Dass Chrissy einen neuen hat. Nein, hat sie nicht. Es ist vorbei, wenn wir es loslassen. Ist so, jetzt nochmal ganz kurz, vielleicht müssen wir es übersetzen, dass Ash THC konsumiert. Okay. Was ist das? Okay, jetzt habe ich alles gehört. Okay. Nein, natürlich nicht. Das Video ist jetzt vorbei, Leute. Ja, okay. Das war's mit dem Video. Dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Das hat Mama schön. Es gab noch zwei weitere, wo ich es verstanden habe. Ich würde es gleich aufgeklärt haben. Anders formuliert, das hast du vorhin schon mal gefragt, hat Ash Nein gesagt. Es war mit CBC. Nein, BBC. Und ciao.